Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Hallo, du Liebe, du Lieber, zu einer weiteren Folge deines Lieblingspodcasts Sacred Conversations. Wir reden jetzt mal über ein ganz, ganz spannendes Thema, meiner Meinung nach, und zwar das liebe Ego. Wir haben es letzte Folge schon angekündigt und angesprochen, haben schon darüber geredet. Aber jetzt wollen wir mal nochmal vertiefen, was ist denn das Ego überhaupt? Wie erkenne ich es? Was will mir das Ego sagen? Was ist das? Was bringt es mir, ein Ego zu haben? Und so weiter. Willst du vielleicht anfangen? Was ist das Ego? Ja, das Ego ist eine Instanz in uns, die dazu geneigt ist, ohne dass es das Böse mit uns meint, so viele Schranken zuzulassen, wo wir quasi ja uns selbst nicht überwinden können. Trotzdem wir das Gefühl haben, dass wir jetzt die bessere Variante, aber da ist eine Instanz in uns, die ist so stark, die will uns da einfach zurückhalten. Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird, was ich damit meine. Unser Ego, das wird erst geboren, wenn wir aus dem Bauch von der Mama auschecken. Was viel früher da ist, ist unser Herz, unsere Herzintelligenz. Weil das schlägt ja schon mit der ersten Zellteilung. Entwickelt sich ja Bauchgehirn und Gehirn hier im Kopf. Und wenn wir dann aus dem Bauch von der Mama auschecken, dann sind wir ja ganz, ganz viel in der Beobachterrolle und beobachten da draußen alles, entdecken da draußen alles, wie die Menschen um uns herum sich verhalten, wie die reagieren, wie manche agieren. Und wir haben da ja schon ein ganz, ganz großes Bewusstsein für alles. Ich glaube auch bis heute, dass wir, wenn wir ausgecheckt sind aus dem Bauch von der Mama, jetzt sei es mal dahingestellt, mit Schreien und mal richtig plärren, dass da die Lungenfunktion einsetzt, ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass wir auch plärren und schreien und weinen im übertragenen Sinne, wo man manchmal denkt, wo bin ich hier gelandet? Ich bin hier falsch. Weil ich habe ganz viel gedacht, ich bin hier falsch gelandet auf diesem Planeten, auch als Kind noch. Und dann sind wir ja so sehr in der Beobachterrolle, was geschieht da um uns herum, wie verhalten die sich? Und wir lernen ganz, ganz im Detail, uns so zu verhalten, damit wir möglichst viel Liebe, Lob und Anerkennung bekommen von unserem Außen. Wir kriegen in den frühesten Kindertagen, checken wir schon, wenn wir die ganze Nacht durchgeweint haben, warum auch immer, ist die Mama am nächsten Tag nicht so gut drauf, als wenn ich durchgeschlafen habe. Also das sind Dinge, die auf der unbewussten Ebene geschehen. Und so lernen wir ganz viel, uns anzupassen und uns so zu verhalten, weil wir alle nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung lechzen. Und da bildet sich einfach unser Ego, dass auch wenn wir vom Herzen her dann das Gefühl haben, das würde ich jetzt gerne machen, und gleichzeitig hier so eine Instanz hockt, die sagt, nein, das machst du auf gar keinen Fall. Ich bringe euch ein Beispiel dafür, was ich bei mir viel gemerkt habe die erste Zeit, weil ich nicht die, und das ist jetzt kein Anprangern, aber nicht die Mutterliebe von meiner Mutter bekommen habe, die ich eigentlich als Kind mir gewünscht hätte. Das hat viel mit ihrer Geschichte zu tun gehabt. Ist nicht so, dass sie mir diese Mutterliebe nicht geben wollte, aber sie konnte das aufgrund ihrer eigenen Geschichte nicht. Ich hätte da vor vielen Jahren auch überhaupt nicht drüber sprechen können, da wäre ich hier in Tränen ausgebrochen, weil das noch so sehr auf Resonanz in mir gestoßen ist, das durfte es auch zu erkennen und zu lösen.
aber ohne in der Vergangenheit rumzuwühlen. Davon bin ich eh kein Freund mehr. Und da habe ich ganz viel gemerkt, gerade insbesondere beim ersten Kind, also bei Roman, der Erstgeborene, wo ich das Gefühl hatte, jetzt dahin zu gehen und das Kind zu trösten, in den Arm zu nehmen. Ein ganz klarer Mama-Impuls. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber das war so, dass da so eine Instanz da war, das Ego, nee, das machst du jetzt nicht. Das Kind hat sich jetzt so und so verhalten und das nimmst du jetzt nicht in den Arm. Ich hatte aber schon damals mich ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und diesen Dingen beschäftigt. Bin ja schon seit über 20 Jahren in der Richtung unterwegs, dass ich das schon erkannt habe und damit so einer gewissen Technik immer gearbeitet hatte damals und dann doch den Schritt gemacht habe, das Kind in den Arm geholt habe, getröstet habe und, und. Wie gesagt, das klingt völlig spooky, wenn man denkt, jede Mama macht doch das ganz instinktiv. Naja, wenn solche Muster da sind, ist man halt schon mal dazu geneigt, sich so zu verhalten, wie man es aus der Liebe heraus aber niemals machen würde. Das heißt nicht für mich, dass ich die Übermama war und immer so nach dem Herzen nur gehandelt habe. Das sicherlich nicht. Aber dass ich ganz oft es auch erkannt habe und da mein Ego überwunden habe, wo ich auf mein Herz gehört habe und da jetzt kein, in Anführungsstriche, Liebesentzug dem Kind gegenüber gemacht habe, sondern hingegangen bin und entsprechend so gehandelt habe, wie die Liebe das auch gemacht hätte. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen, auch im Alltag, auch im Erwachsenendasein, wo das Ego die Regie übernimmt. Ego, ich würde es nur einmal kurz einwerfen. Ego ist nichts anderes als ich. Also auf Griechisch, Ego bedeutet ich. Einfach nur so. Und wie du es schon gesagt hast, wir kommen auf die Welt. Also solange ich ja noch im Bauch, also solange das Baby noch im Bauch von der Mama ist, ist das noch eins mit der Mama. Das ist eins mit ihr. Dann kommt es auf die Welt und dann fängt die Phase an. Oder ich glaube, das geht sogar über eine ganze Weile, dass das Kind auf einmal lernt. Also erst ist es noch so, ich bin noch mit Mama. Wir sind eins. Ne? Dann ist da auf einmal noch so jemand, der Vater. Da ist dann noch jemand. Und irgendwann lernt das Kind dann, ach, nee, da gibt es die Mama, da gibt es den Papa, da gibt es den Bruder, da gibt es die Schwester, da gibt es die Tante, da gibt es noch ganz viele andere Menschen und da bin ich. Und dann fängt das Kind an, natürlich zu lernen, sich davon abzulösen, sag ich mal, und sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen. Das ist so, das ist das Ich. Da ist, also Ego ist jetzt auch nichts irgendwie Falsches, ne? Also, damit wir das auch noch mitnehmen einmal. Und Ja, solange, wenn ich das nur einwerfen darf, solange wir im Bauch von der Mama sind, haben wir kein eigenes Ich-Bewusstsein. Und das ist damit gemeint. Du hast das so wunderbar erklärt. Dann fangen wir an zu sehen, da ist der und da bin ich. Was ja wirklich gut ist, dass wir wirklich eigenständig da stehen und erkennen, ich bin ein eigenständiges Wesen. Und ich bin nicht ab, irgendwann bin, ich löse mich von dieser Abhängigkeit auch, von Mama, von Papa, von allen anderen und werde zu diesem eigenständigen, erwachsenen Menschen. Also im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, früher oder später werden wir das, ne? Und das Ego ist da auch, um dich zu beschützen. Es möchte dich beschützen. Das ist dein, man könnte es vielleicht sogar mit dem Überlebensinstinkt in Zusammenhang bringen. Denn ich habe es in der letzten Folge schon einmal erwähnt. Vielleicht wäre es an dieser Stelle gut, die vorige Folge noch einmal als Vorgeschichte Reminder. genau zu anzuhören, anzuschauen. Weil da bin ich ganz drauf eingegangen, auf einen Ego-Mechanismus von mir, wo es darum ging, meine Grenzen zum Beispiel zu wahren oder meinen Willen durchzusetzen. Weil ich es in gewissen Situationen nicht geschafft habe, eben aus der Liebe zu handeln, aus dem Herzen zu handeln und dadurch dann irgendwelche Ego-Mechanismen verwendet habe, um das zu bekommen, was ich will. Ich nenne es jetzt mal noch mal kurz. Das Beispiel war, dass ich, wenn ich nicht bekommen habe, was ich wollte, zum Beispiel eine Grenze, die nicht gewahrt wurde, dann habe ich mit
so einer beleidigten Leberwurst-Energie geantwortet auf die Situation. Das heißt, ich war als Kind irgendwie unfähig, ohnmächtig habe ich mich gefühlt, einer Situation ausgeliefert. Meine Grenze wurde auf jeden Fall überschritten, das habe ich gemerkt. Und dann habe ich irgendwie versucht, mich zu retten. Ich, also mein Ego, hat versucht, mich daraus zu retten, weil wir wollen nicht, dass unsere Grenzen übergangen werden. Wir wollen nicht, dass wir verletzt werden. Kann man ganz weit runterbrechen auf Todesangst auch. Also wenn man das ganz, ganz, ganz weit runterbrechen, geht das in diese Richtung. Und das Ego will ja leben. Das ist Überlebensinstinkt. So, und um das halt irgendwie zu kompensieren oder lösen zu können, kam dann irgendwann in meiner Vergangenheit der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich auf beleidigt mache, dann lässt der andere von mir ab. Ne? Das ist so wie, kommt mir jetzt ein Beispiel, wenn dich irgendwie ein Tier anfällt oder so und du dich totstellst oder so, oder na, welches Tier? Opossum. Opossum machen das doch. Ne? Die stellen sich tot, die leben, aber die stellen sich tot, damit der Angreifer das Interesse verliert. Und so in der Art funktionierte das bei mir mit meinem Ego-Beispiel jetzt, dass mein Angreifer das Interesse an mir verliert hat und so konnte ich mich aus der Situation retten. Ne? Auf jeden Fall. Ich hab gerade so ein Bild aus Kindheitstagen vor mir. Auf jeden Fall so, dass das Ego will einfach nur, dass du überlebst. Ne? Und deswegen ist es nichts Schlechtes. Gleichzeitig sind wir nicht mehr in der Gefahr, dass uns der Säbelzahntiger angreift. Keine Ahnung. Oder als Kind, wir sind nicht mehr in dieser Gefahr. Das heißt, wenn ich irgendwas Bestimmtes will, kann ich das mittlerweile als erwachsene Person ja auch anders lösen. Oder vielleicht gibt es ja sogar noch eine Lösung, die noch besser ist als das, was ich vorher wollte. Das Ego will ganz viel. Ego ist das, was ganz viel will und wünscht und haben will und so. Hunger hat nach etwas. Und als erwachsene Person kann ich ja jetzt hingehen und kann aus dem Herzen handeln. Allerdings habe ich ja viel in der Vergangenheit oder als Kind gelernt, wenn ich was will, muss ich so und so machen. Wenn ich was will, nehmen wir ein Beispiel, eine Mutter und ein Kind. Das Kind will gerade etwas oder braucht gerade Liebe. Du hast es vorhin gesagt, Liebe, Lob und Anerkennung, die ersten Bedürfnisse, die größten Bedürfnisse. Das Kind will gerade oder Aufmerksamkeit. Gehen wir Aufmerksamkeit, ne? Und hat ein tolles Bild gemalt und Sophie, Mama, guck mal, ich habe ein tolles Bild gemalt, ne? Mama, ja, jetzt lass mich mal schön, ich bin jetzt gerade hier was am Machen. Lass mich das jetzt mal bitte, ne? Geh mal spielen. Toll. Ich wollte doch nur Aufmerksamkeit. Mich braucht gerade was. Ich habe ein Bedürfnis. Als kleines Kind, 4, 5 Jahre. Und das Kind, keine Ahnung, dann passiert irgendwas, es stößt sich den Kopf oder so, es fängt an zu weinen. Und auf einmal kommt die Mama, oh, was ist denn los? Und hast du ihr Kopf gestoßen? Ah, komm, ne, streichelt den Kopf, Küsschen, Küsschen drauf und so, ne? Und dann hat das Kind auf einmal aufmerksam. Was lernt es draus? Jahre später, oder halt in diesem Moment lernt es erstmal, ah, okay, wenn es mir gut geht, dann kriege ich nicht die Aufmerksamkeit, wenn ich was Tolles gemacht habe. Aber ich kriege Aufmerksamkeit und Liebe, wenn es mir schlecht geht. Paar Jahre später, 20 Jahre, 30 Jahre, 40, 50 Jahre später, je weniger sich ein Mensch damit halt auseinandergesetzt hat, kommt es vor, dass man zum Jammerlappen wird. Nee, ich sag's jetzt so, dass man anfängt, ja, mir geht's so schlecht und ach, und ich habe ja hier was und das läuft nicht und so, weil man aus den Kindertagen, aus den Konditionierungen aus den Kindertagen noch weiß, wenn es mir schlecht geht, kriege ich mein Bedürfnis erfüllt nach Liebe, Lob und Anerkennung, Aufmerksamkeit. Und auf einmal fängt ein erwachsener Mensch an, oder was heißt fängt an, nimmt immer noch, greift immer noch auf diese Mechanismen zurück, die er als kleines Kind gelernt hat. Und das Absolut. ist
für deine Weiterentwicklung eben nicht förderlich, für deine Beziehungen ist es nicht förderlich, für dein Leben in deiner wahren Größe ist es nicht förderlich. Und da dürfen wir dahinter blicken. An dieser Stelle noch ein kleiner Reminder, da ist nichts dran, da ist auch nichts schlimm dran, egal wie alt man ist, egal wie jung man ist. Ob ich da ist, ich erzähle das jetzt hier mit 23 Jahren, ne? Aber das heißt nicht, keine Ahnung, dass jemand, der 60 ist oder 70 ist und das jetzt anhört, denken muss, toll, ich habe jetzt die letzten Jahre so viel, was auch immer gemacht. Nein, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre auch das Ego, das dir wieder was einzureden versucht. Sondern da ist nichts falsch dran, weil jeder geht ja so seinen eigenen perfekten Lebensweg. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen oder daraus zu lernen, weil es hat ja auch irgendwie zu deinem Leben gehört, sonst wärst du jetzt nicht in diesem Alter, an diesem Punkt, wo du das jetzt hörst. Genau. Da geht es auch nochmal um die radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Entschuldigung, muss man einen Schluck trinken. Ich habe da auch bei mir schon Muster entdeckt, wo ich dazu geneigt war, mich so und so zu verhalten, im Erwachsenen-Dasein, im Hinblick auf die Partnerschaft, damit ich Aufmerksamkeit kriege vom Partner. Mich gemerkt habe, hey, hallo, stopp, ne, und das geändert habe. Und damit wir noch mehr, vielleicht auch den Kopf nichtsdestotrotz hier dabei haben, es gibt, wenn wir einen kleinen Ausflug in die Medizin machen, es gibt im medizinischen Bereich auch einen Ausdruck dafür, den sogenannten primären und den sekundären Krankheitsgewinn. Da gibt es tatsächlich Studien von Bettlägerigen, die zum Beispiel, wenn jemand so lange unbewegt im Bett liegt, dann gehen ja auch schon mal gerne die Beine oder die Fersen auf, wo man Studien gemacht hat, warum bei dem einen die Wundheilung viel schneller da war und bei dem anderen eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat, bei gleicher Behandlung, bei gleichen Begebenheiten. Und da ist man wirklich dahinter gestiegen, dass derjenige, wo die Wundheilung länger gedauert hat oder gar nicht eingesetzt hat, ja einfach eine Instanz in sich hatte. Solange ich hier im Bett liege, solange kümmert man sich um mich, solange umsorgt man mich, solange pflegt man mich, solange habe ich Anerkennung, solange habe ich Trost und, und. Das sind selbst in diesem, in Anführungsstrichen, hohen Erwachsenenalter, wenn ich es jetzt vom Alter her sehe, Muster und Prägungen aus dieser Zeit. Und wenn ich das erkenne, dann brauche ich dieses Muster nicht mehr weiter zu bedienen. Und das hat wiederum mit der radikalen Ehrlichkeit mit sich selbst zu tun. Die Liebe, das Lob und die Anerkennung, was ich als Kind vermisst habe, was wir alle irgendwo vermisst haben. Als Erwachsene darf ich mir das selbst schenken. Und damit ändert sich auch alles. Und dieses Ego zu überwinden, fällt mir gerade so ein schöner Satz ein. Liebe ist eine Haltung. Liebe ist eine Geisteshaltung. Mir selbst mit der Liebe und der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit zu begegnen. Diesem Ich-Anteil in mir. Genau. Ich würde noch eine Sache sagen. Das Ego müssen wir nicht verteufeln. Es gibt hier zwei Dinge, die ich jetzt sagen werde, die sehr paradox klingen, aber die beide volle Wahrheit genießen. Und zwar auf der einen Seite müssen wir das Ego nicht verteufeln und sagen, boah, das Ego, na, ich bin jetzt wieder ein Ego. Oder auch alles gerne mal aufs Ego schieben, was ich auch bei mir schon wahrgenommen habe, dass ich dann mal gesagt habe, ach, ich bin gerade im Ego gewesen, war gar nicht ich. Ne? Und das dann auch wieder die Eigenverantwortung abgeben. Auch ganz spannend. Wir müssen das Ego nicht verteufeln, weil es ist ein Teil von uns. Es ist das Ich. Es ist unser Überlebensinstinkt. Und es ist auch da, wo viele Träume von uns entstehen, wo auch gehandelt wird. Also das Ego ist nicht durchgehend schlecht. Und manchmal im Leben geht es darum, das Ego immer wieder ein Stück sterben zu lassen. Bewusst sterben zu lassen im Sinne von, ich spreche das jetzt aus. Ne? Oder
Das ist ein bisschen Übungssache, habe ich gemerkt. Nachdem, wie groß das Ego ist, weil ich auch mal gern ein ganz großes Ego habe oder hatte, vielmehr. In dem Moment, wo ich voll drin bin, es auszusprechen und es dadurch ein Stück weit sterben zu lassen. Weil in der Liebe ist kein Platz fürs Ego. In der Liebe ist kein Platz fürs Ego. Und wenn du eine purere Beziehung, ob zum Partner, ob zu den Eltern, so wie wir jetzt hier, ob zu Freunden, zu deinen Kindern, wenn du eine purere Beziehung haben willst, klarere Liebe, bedingungslose, dann darf dein Ego ein Stück weit sterben. Das lasse ich jetzt mal hier so stehen. Das ist ein Prozess, da geht man den Weg und man geht immer wieder durchs Ego durch. Man fängt an, immer mehr zu verstehen. Ah, okay, da ist zum Beispiel das Ego, da ist das Ego. Das Ego ist das, wo man aus der Angst handelt, statt aus der Liebe. Da kann man sich im Alltag oder am Tag Revue passieren lassen. Abends kann man sich überlegen, ah, okay, in dieser Situation habe ich mich so und so gefühlt. Wie habe ich dann reagiert? Okay, habe ich aus der Liebe gehandelt oder aus der Angst? Habe ich aus dem Ego gehandelt oder aus dem Herzen? So Fragen, die man sich stellen kann. Worauf ich aber unbedingt noch hinaus oder eingehen möchte, ist, wie sich das so perfekt aneinander schmiegt. Das Ego von einer Person an das Ego von einer anderen Person. Und zwar gehen wir da auch wieder ein bisschen Gesetz der Anziehung. Gesetz der Anziehung ist perfekt. Es bringt nämlich die Feinheiten wirklich zusammen. Und dann nehmen wir wieder mein Beispiel. Ich will irgendwas, stell mich groß auf und mach, hey, so und so, ich hau auf den Tisch und sag jetzt, sonst bin ich beleidigt, sonst bin ich böse auf dich, Mama, oder wer auch immer, irgendjemand aus meinem, na, mit dem ich dieses Muster schön bedient habe. Und derjenige kommt dann auf mich zu und erfüllt mir meinen Wunsch. Damit ist mein Muster bedient. Jetzt wollen wir uns das Ganze aber auch mal von der anderen Seite angucken, weil es gibt da noch die andere Seite. Es gibt noch die andere Seite der Medaille, die da perfekt reingreift. Da lasse ich jetzt bei dir das Wort. Ja, naja, man agiert dann oder reagiert vielmehr auf gewisse Art und Weise, wie man eigentlich nicht reagieren möchte, aus dem Ego heraus und hat gleichzeitig das, aber auch gleichzeitig das Gefühl, das fühlt sich jetzt nicht stimmig an, so wie ich gerade hier handle oder was ich gerade sage oder wie ich mich verhalte. Und da sind wir wieder an dem Punkt, das zu erkennen, radikal ehrlich zu sich zu sein. Und auch wenn man bei dem Gegenüber, wenn man dieses Bewusstsein schon mal hat, weil man sich darüber unterhalten hat oder darüber gesprochen hat, ganz offen und ehrlich, wie wir ja jetzt auch offen und ehrlich über solche Dinge miteinander sprechen, dass man das in dem Moment auch bei dem anderen lassen darf und nicht da anspringen muss drauf. Keine Bewertung, keine Beurteilung, wahrnehmen, ich muss damit nichts machen, ich möchte auch damit nichts machen, ich lasse es bei dem anderen. Und das ist auch oftmals eine Challenge, zu atmen, bei sich zu sein, weil gerade im Umfeld oder im familiären Kreis, wir sind ja schon irgendwo so ein bisschen gestrickt, dass wir immer gerne Friede, Freude, Eierkuchen hätten und Harmonie hätten. Und wenn wir bei dem Gegenüber dann sowas erkennen, wie derjenige gerade reagiert, dann ist man schon mal dazu geneigt, da aufzuspringen und was zu sagen und, was auseinander zu klabustern oder sich auch besserwisserisch hinzustellen. Das ist eigentlich das Ungünstigste, was man in dem Moment machen kann, sondern in dem Moment loslassen, zu atmen, in der Liebe mit sich selbst zu sein, diese Liebe auch einfach weiterfließen zu lassen an das Gegenüber und dann zu wissen, es ist alles gut, ich atme, sie wird auch atmen und dann ist wieder alles gut und oder einfach so ein Codewort benutzen und zu sagen, lass uns das nächste Mal dieses Codewort benutzen, wenn du oder ich merke,
da ist mal wieder in Anführungsstrichen, da ist Manipulation, also unbewusste Ego-Dinge am Werk. Und Cut machen, gut ist, das erleichtert so sehr das Leben und alltägliche Situationen. Das ist sensationell. Das war jetzt zwar nicht ganz das, worauf ich hinaus wollte, sondern mehr, wie sich auch die beiden ergänzen, sage ich mal. Weil, wenn ich das Beispiel nennen darf von Ja, uns, klar, gerne. dass auf der einen Seite eine Person steht, die etwas sehr stark einfordert und dann noch trotzig wird oder wütend oder was weiß ich, irgendeine Reaktion zeigt, wo auf den Tisch gehauen wird und sagt, ich will das jetzt. So. Na, Energie, ne? Das würde nicht funktionieren, also dass sie das auch bekommt, wenn die andere Person nicht auch ein Muster hätte, das das Ganze bedient. Dann steht Ja. nämlich dem gegenüber eine Person, die zum Beispiel gelernt hat, anderen geht es zuerst gut, dann mir. Oder ich sorge dafür, dass es anderen gut geht oder so. Oder ich bin nicht wichtig, ich stehe irgendwie im Hintergrund und andere sind vorne und bam, bam, ne? Und so kann sich das so schön ergänzen, dass eine Ja. Yeah. Person sagt, ich will das jetzt so. Und die andere sagt, gib dir das auch. Okay, du hast mir das jetzt klar gezeigt. Und so greifen diese Muster ineinander und können sich gegenseitig bedienen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal merke, als die Person, die sehr auf den Tisch haut, oder merke bei dem anderen, okay, der will, ich merke gerade, der geht gerade über seine eigene Grenze hinaus oder macht jetzt was, damit es mir gut geht oder so, da kann ich entweder aus dem Ego heraus reagieren und das ausnutzen und sagen, oh, dann nehme ich das gerne, wenn du mir das so freiwillig gibst. Ne? Oder ich sage, hey, kann es sein, dass da gerade ein Muster ist. Kann es sein, Ja. dass du dich selbst gerade übergehst. Damit bin ich Beitrag für den anderen, ohne jetzt zu erwarten, guck dir das an. Du musst jetzt hier Ja. schauen. So, ne? Und komm, wir lösen das jetzt. Ich bin nämlich jetzt so klasse, ich habe das erkannt. Oder so, sondern einfach dem anderen das Geschenk geben und sagen, hey, kann es sein? Und dann aber wieder loslassen. Und jetzt nicht irgendwie, ja, ich weiß jetzt Ja. nicht besser. Und auf der anderen Seite, wenn die andere Person merkt, hey, du bist gerade voll in diesem Einfordernden und ich merke aber gerade, okay, ich versuche es dir gerade recht zu machen, obwohl mir was ganz anderes lieber wäre. Dann kann auch diese Person sagen, hey, ist das jetzt gerade mein Ego? Also, oder ich möchte das gerade nicht, oder was auch immer, dass man da also eben dieses Codewort verwendet. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auf Muster geeinigt, dass wir Muster sagen, einfach nur das eine Wort, dann weiß der andere direkt, ah, Muster, kann ich mir mal angucken, werde ich mir mal anschauen. Bin ich gerade in einem Mechanismus drin, der mich diese Worte sagen lässt? Der mich irgendwie nicht einfühlsam sein lässt oder nur meinen eigenen Willen durchsetzen lassen will? Oder kann ich vielmehr aus der Liebe handeln, Rücksicht zeigen dem anderen gegenüber, wie sagt man, ja, Verständnis für den anderen Verständnis. und vielmehr aus der Liebe handeln und glaube, dass dann auch Lösungen gefunden werden, die für beide besser sind? Weil wir das Ego mal beiseite tun und nicht nur das wollen, nicht nur das machen, was ich jetzt will, sondern auch eine Lösung finden, die für alle einfach die beste ist, weil sie aus der Liebe entstanden. Ja, absolut. Mir ist auch gerade ein Beispiel eingefallen, was jetzt zwar nicht auf unsere Familie zutrifft, aber mit einer Kundin, mit der ich arbeiten durfte, die erwachsene Kinder hat, wo es aber immer darum geht oder darum ging, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann auch lösen durften, dass die Kinder im Erwachsenenalter auch schon mit der eigenen Familie, also längst aus dem Haus, eigene Familie gegründet, aber immer noch darauf gewartet haben, dass sie Monat für Monat oder ständig auch noch eine finanzielle Unterstützung bekommen von der Mama.
Und sie hatte mir dann erzählt, dass es sie eigentlich gerne macht, aber trotzdem mit einem unguten Gefühl. Es ist zwar Geld da, aber trotzdem so dieses ungute Gefühl, die könnte doch mal jetzt auf eigenen Füßen stehen und, und. Und solange das natürlich nicht ausgesprochen wird oder miteinander gesprochen wird, oder man dieses Bewusstsein dafür für sich nicht erkennt und offen miteinander kommuniziert, ist bei ihr natürlich immer der Groll da, wenn die Tochter mir begegnet, die sollte doch, die müsste doch, die könnte doch. Bei beiden Kindern, das hat schon zwei Kinder gedreht. Und die Kinder natürlich auch, wenn die Mama dann aus Ärger mal gesagt, also jetzt überweise ich dir jetzt wirklich nichts mehr, jetzt reicht's mal, jetzt solltest du doch, könntest du doch. Dann hat sie ja aus der Angst, aus Wut, aus Hass, aus Zorn heraus agiert. Das ist natürlich verletzend und entsprechend, ne, beide stellen sich zur Verfügung und entsprechend ist dann der Hausfrieden schief. Und wenn man das erkennt, beiderseitig, dann ist es gelöst, weil letzten Endes, solange ich ja auch das Muster bei dem Kind, um es mal so anzuschauen, bediene, das fühlt sich hilfsbedürftig und will haben, dass es von mir jeden Monat Summe X noch als Unterstützung bekommt, entmächtige ich das Kind ja letzten Endes auch, weil ich sein Muster der Hilfsbedürftigkeit in der Richtung bediene. Ich denke, der Unterschied wird da jetzt klar. Es ist ein Unterschied, ob ich das Muster von dem Kind bediene, weil es das Muster hat, durch finanzielle Mittel brauche ich mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ich kann nicht auf eigenen Füßen stehen. Und indem ich mich dann zur Verfügung stelle, bediene ich dieses Muster beim Kind. Wenn ich offen darüber spreche, hat das Kind die Möglichkeit, in die eigene wahre Kraft und Energie zu kommen. Und ich als Mama oder als Elternteil bin auch auf einer anderen Ebene und bediene das Muster nimmer. Das heißt nicht, dass ich dann trotzdem, wenn ich den Impuls habe, da 500 Euro zu überweisen, dass ich das dann überweisen darf oder kann. Aber da ist diese energetische Ebene ist eine andere. Da werden nicht weiter Muster bedient. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir dieses Thema im Mentoring hatten. Genau. Und das ändert einfach dann alles. Yes. Es fängt mit dir an, um den Abschluss hier zu bringen. Es fängt bei dir an. Es fängt bei deinem Erkennen an. Es ist manchmal sinnvoll, mit den betreffenden Personen darüber zu sprechen, weil diese nahestehenden Personen, die sind uns nah, weil da gewisse Dinge aufeinander zugreifen. Das heißt nicht, dass wir nur mit unserem Partner zusammen sind, weil unsere Egos sich gegenseitig angezogen haben, sondern hoffentlich auch, weil unsere Herzen sich angezogen haben. Es ist halt einfach perfekt. Das Gesetz der Anziehung ist halt einfach perfekt und das zeigt sich halt immer wieder, wie sich diese Muster eben fügen, sag ich mal, perfekt einfügen. Und da macht es natürlich auch Sinn, den Partner mitzunehmen. Aber ich möchte jetzt keinen hören, der sagt, ja, aber mit dieser einen Person funktioniert das nicht. Ich kann mit dem nicht darüber reden oder so. Weil es liegt, es ist in deiner Hand. Da dürfen wir eigenverantwortlich sein und wirklich sehen, es liegt in meinem Erkennen und ich werde das Muster bei ihm nicht mehr bedienen. Ich muss es noch nicht mal aussprechen teilweise. Und ich werde das Muster einfach bei mir selbst erkennen und im entsprechenden Moment switchen. Oder im Nachgang, wenn ich gemerkt habe, oh, heute Mittag habe ich mich doch wieder so verhalten, dass ich es nochmal reflektiere und sehe, ah, okay, in Zukunft erlaube ich mir aus der Liebe zu handeln. Und dann muss ich nicht dem anderen irgendwie von dem anderen erwarten, dass er am gleichen Erkenntnisstand ist wie ich zu diesem Ego-Thema, sondern ich trage die Verantwortung für die Situation, die ich selber kreiere. Das vielleicht als Abschluss. Ja. Yes. Ah, hey. Ah, hey. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken.
Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milliner.